Vor Beginn der Demontage muss in der Steuerung des Krans der Montagebetrieb aktiviert und die Hakenflasche mit Hilfsseilen an der Laufkatze gesichert werden. Das Seilschloss des Hubseils wird an der Auslegerspitze aus der Seilwirbeltraverse entfernt. Beim Zurückfahren der Laufkatze wird das Hubseil kontrolliert aufgespult. Im nächsten Arbeitsschritt werden die Betongegengewichte mit dem Mobilkran aus dem Ballastkasten des Gegenauslegers herausgehoben. Je nach Auslegerlänge muss eine bestimmte Anzahl der Gegengewichte im Ballastkasten verbleiben, bis der Ausleger demontiert ist. Anschließend wird der Ausleger mittels Rundschlingen am Untergurt angeschlagen und das Führungsseil befestigt. Der Anschlagpunkt des Auslegers variiert je nach Auslegerlänge und muss vom Montageteam vorab geprüft werden. Der Ausleger wird mit Hilfe des Autokrans leicht überhöht. Die Bolzenverbindung zwischen Ausleger und Turmspitzenoberteil wird getrennt. Danach werden die restlichen Gegengewichte entfernt und die Maschinenplattform sowie der Gegenausleger demontiert. Im Anschluss wird die Kabine abgehoben und die Schlagbolzenverbindung zwischen Drehbühne und oberstem Turmstück getrennt. Der Ausleger hängt frei am Lasthaken des Mobilkrans und wird auf der dafür vorbereiteten Fläche am Boden auf Böcken oder Gegengewichtsplatten abgelegt. Die Drehbühne wird mitsamt Turmspitzenoberteil und Zuleitung demontiert. Im nächsten Arbeitsschritt werden die Schlagbolzenverbindungen des Turmelements getrennt. Beim Trennen der Bolzenverbindung sichert man die Bolzen mit einer Nylon-Rundschlinge am Turm gegen Herunterfallen. Dieser Vorgang wiederholt sich, bis alle Turmelemente zur Basis, in diesem Fall Fundamentanker, demontiert sind.